Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu Folge 19 auf der Alps, The Alps mit Jan. Moin. Und Maxi. Hallo. Ja, zu dritt haben wir uns jetzt das Projekt Forst Extreme vorgenommen. Kann man schon fast so sagen, ne? Ja. Weil wir sind hier oben im Forst auf The Alps. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht kurz die Karte einblenden, aber ich schau mal hier runter, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo wir sind. Und hier werden wir groß angelegt im Forst starten. Wir haben hier Brooks Häcksler, einen Bergmann fürs Häckselgut, einen zweiten MAN Timber Kipper, der eben auch kippen kann. Die Bergziege. Die Bergziege, nicht zu vergessen, das wichtigste Element. Ja. Dann noch den Skidder mit dem Steier, also zwei Frontlader. Und zu dritt werden wir jetzt hier uns mal ans Forst machen. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Dann steige ich mal in den Ding ein, ne? In den Ponze. Und schneide mal 8 Meter mal gesagt, ne? Jo. Und schneide ich erstmal gleich beim... Na, hier schneide ich um. Na, ja, super. Ne, da muss immer sitzen hier. Jetzt hat er, jawohl. Jetzt schau dich das an. Ganz unten, perfekt, da geht's nicht, ne? Aber das kriegst du wahrscheinlich nicht mehr mit dem Mulcher weg. Doch, okay, da muss ich jetzt mich eigentlich so ein bisschen zur Seite stellen. Dann schneiden wir mal. Ja gut, ein bisschen dreht er sich, ne? Leider. Ja. Aber jetzt müsste es eigentlich genauso passen. Jawohl. Okay, und den Rest. Ja, passt eben. Direkt jeden einzelnen aufnehmen. Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also, mir macht das mehr Spaß als mit der Radlader-Schaufel, weil du das einfach hier besser machen kannst. So. Ja gut, hier braucht der Max jetzt im Prinzip gar nicht zum Einsatz kommen, weil... Ich krieg 2 mit. Toll. Ja genau, das geht zum Beispiel beim dünnen oder bei dicken geht's bei 2 auch. Also das klappt hier wirklich super. Jetzt, geil, jetzt können die nicht wegrutschen, weil ich hier so einen Baum dazwischen habe. Das ist gut. Und es werden immer genau 3x 8 Meter, das heißt 24 Meter. Okay, dann sind das also 30 Meter oder 25 Meter Stämme, keine 35 Passt. Meter. Passt. Jetzt habe ich vergessen, meinen Timer einzustellen, ich Depp. Egal. Ich kann ja ungefähr die Minuten zählen, ungefähr habe ich eine Ahnung. Wow, das war jetzt nicht ganz so günstig. Er ist groß. Die rutschen ja weg. Du musst, mach's einfach so, dass du den von oben nimmst, das klappt am besten, ja. Wenn das heikel ist. Warte. Nicht, dass die irgendwann weg runterrutschen. Nein! Die rutschen runter. Na, muss man aufpassen. Aber an sich macht er das ja ganz gut. Und die Kameraansicht ist ja auch relativ gut, das heißt, man kann das relativ gut... abschätzen. Also ich fahre da eigentlich immer mit der Innenansicht oder mit der Kameraansicht, ne, vom Kran, beim Ponse. Ja. Aber hier kann ich schlecht am Innenansicht fahren. So, lala. 8 Meter. Die Rampe ist schon echt gut. Ja, ich sage ja, die nehme ich seit es die gibt, habe ich die immer überall hergenommen. Auf der Björnholm, auf der Alps, überall. Auch teilweise zum Reinkippen von der Silage. Ich wollte mal das machen, dass man mit dem Hänger rückwärts ranfahren kann, weißt du? Ja. Gut, wenn man jetzt mehr, also wenn einer jetzt fährt, könnte im Prinzip, wenn man 2 Plätze hätte für 2 Rampen und 2, ja. Den könnte man 2 voll machen, ne? Aber da brauchen wir Platz und den haben wir hier. Ja, nicht. Hier. Oh. Ja, das hier unten ist ja eine Senke, das ist, wir müssen ein flaches Terrain brauchen wir. Man könnte natürlich jetzt die obere Rampe ein bisschen nach rechts ziehen, noch einen 2 Meter oder 1 Meter. Ein bisschen drehen und dann könnte man da links daneben noch eine platzieren, das wäre natürlich noch möglich. Aber dazu müssen erstmal die Bäume da vorne weg, aber das schauen wir mal. Wir haben jetzt uns vorgenommen, dass wir hier eine Stunde lang, also 3 Folgen lang hier im Forst bleiben und das werden wir später auch noch machen. Aber ich glaube, das bockt relativ gut im Forst. Ich glaube, den können wir dann fast bis Ende machen, also 10 Folgen oder so. Oh, nicht viel Kräuen. Oh, fuck. Ist kritisch, ne? Ja.
Ach, oh, oh, ach so, du, oh! Wenn du auf meinen Baum rauf. Oh, Entschuldigung. Ja, ach nee. Hast ihn? Oh. Jawohl. Warte, hoch. Das Gewicht hätten sie fast echt gut als. Jo. Das, wir haben jetzt übrigens, muss ich jetzt auch noch zeigen, ne, angeben. Wir haben das Zuhergewicht 800 Kilogramm, dreifarbig, einmal weiß, einmal grün, okay, einmal schwarz, nach LS15 geholt, aus dem LS13. Und eins meiner Lieblings-, also eigentlich mein absolutes Lieblingsgewicht jetzt, weil es vom optischen her super aussieht, von der Textur her und vom, überhaupt von der Aufteilung her, wenn du mal schaust, wenn das hinten angekuppelt ist, das nimmt hinten nicht viel Platz weg, genauso vorne, und es ist nicht zu dick und so weiter, es ist halt schmal und hoch, das Prinzip die perfekte Form. Sind zwar nur 800 Kilo, aber egal. Es reicht eigentlich. Also für normale Arbeiten reichen 800 Kilo völlig. Ah. Und wir haben auch hier keine 20 Meter Stämme. Ich habe es mal so gemacht, ich habe wirklich 15 Meter Stämme transportiert, da reichen dann die 800 Kilo nicht mehr. Vor allem mit dem T6, ne? Das war krass. Bei der Bergziege, die hat eh so viel Maxi, Eigengewicht. Hast du irgendwas absägen, ne? Den Ast, ja. Perfekt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht nachkommt. Nur die Bäume würde ich sagen, hauen wir weg, dann können wir nicht noch einen zweiten hinmachen. Kann halt wieder hoch machen. Aber wenigstens klappt das mit dem Ponzi Scorpion. Ich habe ja anfangs immer 15 Meter Stämme versucht, die hat es immer so selbst gedreht, da sind die mir oft entgleist. Scheiße, die rollen da runter. Nein! Nee? Oh. Egal, nein, da ist ein Baumstamm. Geht noch. Nein, der rollt drüber! Fuck! Im Gänsemarsch! Ja. Jetzt bleiben sie stehen, okay. Wie gesagt, wir wollen halt die Fläche da frei machen, wo wir jetzt gerade sind, damit wir da noch einen zweiten hinbekommen. Das wäre natürlich dann perfekt, aber der Platz ist halt scheiße wenig, ne? Jetzt, oh, Segen. Achtung, ich mach dir die jetzt hier so ein bisschen vor die Schnauze hin. Und dann kannst du die gleich nehmen. Das. Also er schneidet, glaube ich, im Prinzip genau das Maximum weg. Also 5 Meter schneidet er locker weg. Das ist eigentlich perfekt, 8 Meter. Ja. Perfekt. Maxi, kriegst gleich Arbeit. Ja, ja. Keine Sorge. Es ist genug für Arbeit für jeden da. Okay. Okay, da gab es doch immer diese Zwischenlager-Dinger für die Stämme, ne, wo man die so lagern konnte. Das fand ich irgendwie total sinnlos. Ich meine, wenn, dann verlade ich die sowieso gleich. Gut, man kann sie irgendwo zwischenlagern, aber das muss erstmal sorgfältig geschehen und musst sie sorgfältig aufladen. Dann hast du mal zweimal Arbeit irgendwie. Fand ich nicht so sinnvoll. Ah! Okay. So geht's auch. Wow, wow, scheiße. Ach, ich leg den einfach da hoch, ne? Ja. Boah, jetzt hat's den verbuggt. Übel. 8 Meter passen genau, ne? Ja. Ja. Wunderbar, ja. Im Prinzip gehen sogar 9 Meter. Aber passt halt an. Muss immer damit rechnen, dass sie noch ein bisschen rückwärts rutschen, also. Gut, beim Runterfahren jetzt nicht, aber. Versucht es einfach so weit wie möglich nach vorne zu richten, aber sehe ich eh, dass das gut aussieht. Oh fuck, nein! Oh, jetzt dreht es mir den um. Scheiße. So, ich denke mal 8 Meter reichen jetzt. Jo, das reicht. Und auch hier wird's ganz knapp mit der Rampe, aber es klappt immerhin. Also drei Holzstücke pro Stamm oder 3 8 Meter Stämme, das passt wirklich gut, ja. Würde ich gleich hier einfach alles rundum ein bisschen wegmachen, damit man hier mehr Platz hat, auch zum Rausfahren. Ein.
Das Gute ist, dass das Sägen eigentlich wirklich toll klappt, ne, mit dem Ponze, dass er, das passt schon. Dass auch nichts rumpackt. Das Gute ist ja, dass wir jetzt zu dritt hier spielen und nichts, ja, verbackt und sonst was. Wenn, das war das Schlimmste mit dem Entasten, dass jeder für sich selbst entasten musste. Das hat mich so aufgeregt. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Na, wenigstens geht das jetzt klar. Aber wir spielen jetzt hier auch nicht auf unserem normalen Multiplayer-Server, Community-Server, sondern wir spielen ein Multiplayer-Spiel, das ich gehostet habe. Deswegen leckt es auch null, ne? Wir bekommen 60, ja gut, ich habe jetzt 30 FPS, weil ich aufnehme. Weil der mir die FPS auf 30 limitiert, dafür hält er die immer, also. Das läuft bei mir so total flüssig, aber ich habe halt nur 30 FPS. Ich habe immer 60. Okay, das war schlecht geschnitten. Würde ich wahrscheinlich auch haben, denn wie gesagt, das ist bei Fraps halt so, leider. Aber wenn die X-Story nicht funktioniert, geht's halt nur mit Fraps, das ist blöd. Aber jetzt kann ich mich nicht beklagen, die Qualität ist gut. Oder zumindest für einen Landwirtschaftssimulator, für dieses verscheiß Verpixeln ist es... alle Bäume mit weg. Oh! Das habe ich nicht gesehen. Der Baumstamm ist aber länger, glaube ich, oder? Nee, ist er nicht. Ist täuscht. Nein. Jetzt mal ein bisschen Platz machen. Ach, das ist gut, Maxi, dass du mit Partner da holst. Ah, sehr schön, jetzt geht's zu zweit los. Schön mal gleich umschmeißen. Genau. Den heb ich nicht auf, wenn der LKW umkippt. Vorsicht! Baum! Oh! So, jetzt höre ich auch mal auf, weil jetzt reicht's erstmal. Ja. Jetzt hole ich mir mal schnell den Mulcher und hau mal die Bäumenstümpfe hier weg, dann kann man nämlich hier eine zweite Verladerampe hinmachen. Dann hat man genug zu tun. Das Bäume fällen macht echt Spaß. Weil das so einfach geht, ne? Jo, aber das Aufladen mit dem hätte ich auch kein Problem, würde ich auch den ganzen Tag machen. Können wir gerne mal tauschen. Ah. Jetzt haben wir hier noch den Rucks, den müssen wir jetzt abkuppeln. Ja, der hält immerhin. Perfekt. Und den Skiller brauchen wir eh erst, wenn wir das unten hochziehen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht. Oh. Nein, 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 ich komme. Nee, klappt. Wie gesagt, oh. wenn du Angst hast, dass das runterfällt, einfach von oben nehmen. Das klappt da Gott sei Dank recht gut. Jetzt. War auf einmal backt er also. Ja. Der Mulcher ist so genial. Die beste Baumstumpfräse, die ich hatte. Maxi, kannst du den hier eben mitnehmen, ja, der mir eben runtergefallen ist? Chuck und weg. Perfekt. Jetzt hier da und wieder der Baumstumpf weg. Die ist so geil, die Fräse. Sieht doch echt gut aus. Von der Textur her. Ja, von der Textur her habe ich gesagt, ja, 3-4 Sterne gegeben. Sieht an sich ja gut aus. Nur es ist halt so, sie hat halt keine Tiefe, weißt du, was ich meine? Oh, scheiße. Warte, also, das müssen wir mal eben ein bisschen ändern. Die sieht halt so komplett platt und plan aus. Ohne, aber auch aber kein. Die Funktionsweise ist top. Der LKW ist gleich schon wieder voll. Nur schnell. Ja, echt Wahnsinn, ne? Ja. Den vorderen Baum würde ich vielleicht noch ein bisschen um, der da so hoch hängt. Ja. Weil ein Baum bringt alles ins Rollen. Roll nicht runter. Nein, 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 nein. Von oben, nein, ich da wär's jetzt zu schief dran. Ja, weil ich muss immer neu anfahren. Mhm. Oder fast, ja gut. Oh, jetzt kannst du ihn wenigstens von der Mitte nehmen. Ja. Oh, hier liegt alles voll. Deswegen, ja. Nein! Nein! Nein. Scheiße! Oh nein. Ja, jetzt ist der weg, ich glaube es nicht. Nee, den krieg ich noch, den krieg ich noch. Ja, wenn nicht, will ich mit Brooks kommen, ne? Den haben wir auch hier. Den lassen wir jetzt da liegen, halt keinen Bock mehr, ne? Ich darf mich noch festfahren. Ja. Oh Mann, ey. Wird der will nicht bei mir. Ja. Maxi hat sich festgefahren. Maxi! Ja. Hat sie festgefahren?
Ja. Nö. Sieht fast so aus, ne? War nicht da. Ihr lügt alle. Klar. Hä? Warum nicht? Ey, das Ding backt da wieder rum. Ja, ja, nein, 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 nein. Ja, er schneidet. Ja, er häckselt. Komm schon, hau den Baumstumpf weg. Jawoll! Also das auf dem Mulcher ist echt 100% Verlass. Kein einziges Mal halte ich bisher Aussetzer. Leute, das Mima. Maxi, kannst du den da wegnehmen? Komm dann irgendwie ja, nicht ran. Ja, vorweg. Ach, den kann man gar nicht wegsägen, ne? Nee, das geht gar nicht. Das ist kein normaler Baumstamm. Habt ihr noch Baumstämme? Baumstümpfe? Ja, unten. Hier. Viele. Ach, da hinten. Hey, wie hast du den denn mitgekriegt, Maxi? Ganz bei senkrecht. Mit dem Hobby ganz senkrecht. Ja. So? Es klappt schon. Bei mir glitscht da. Ah, ja, ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Jo, LKW ist voll. Okay. Lass mal nochmal kurz nachschauen. Einer. Ja, nee, nicht zu voll machen. Hier, der Kleine. Da fahren wir lieber zweimal. Ich muss nochmal kurz die zwei Baumstümpfe wegmachen, dann fahren wir den ab. Dann schaue ich nochmal kurz drauf, dass ich den einen noch rüber krieg. Ja, cool. Ey, oh, sehr, einer kann schön. Da noch rauf, ein Dicker. Aber lieber noch warten, weil der eine, der da schief ist, ja gut, es wird überhaupt schief. Perfekt ist es natürlich, wenn du das so machst, dass alle die gleiche Dicke haben, also zum Beispiel die ersten Stämme nimmst, immer die, den ersten oder ja. Den zweiten noch, weil die halt dann exakt gleich dick sind und oh, dann egal. Hast du hier keine schiefen Stämme und dann beim zweiten kann man das dann so machen. Natürlich ist das übertrieben, aber es wäre halt dann nicht so schief. Passt, genau. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es hier jetzt, oder? Ja, gut. Ja. Na, scheiße, komm schon. Da komme ich ja gar nicht rein. Oder? Doch! Ja, gibt's das! Der Mulcher ist ja echt so genial. Echt? Es fehlt noch ein Baumstumpf. Dann haben wir alle. Ja. So. Jetzt schaue ich mir das nochmal an. Ja, sieht doch auch eh relativ gut aus. Was ist denn mit dem? Ah, den hat's nicht so weit rausgebracht. Okay, dann schneide ich mir den. Den kann man ihm absägen. Warte. Ja, mach schon. Jawohl, perfekt. Weg damit. Wunderbar, Freunde. Dann geht's jetzt los auf die unmögliche Fahrt. Alter. Puh, ja, Maxi, Angst. Nimmt dir auch einen mit. Einen Stamm noch. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier rauskomme. Soll kann man einmal die Baumstümpfe ein bisschen reinschieben, die Baumstämme reinschieben. Welche? Die hinter Maxi, machst du das? Ja, oder? Oh. welche meinst du? Die? Ja. Und einer müsste mal hier hochhüpfen. Na, das mache ich schnell. Weil hier noch zwei überstehen. Ja, ist weg. Weil die nach vorne rollen können, die schneide ich ab. Da. Dann fahr ich. Oh Gott. Das sieht doch gut aus. Ja. Ich laufe. Nimmst du nicht den Träger mit? Nee, so, jetzt klappt's. Sortier, jetzt sind sie perfekt drin. Gegen den Ohrenstamm. Jawohl, perfekt. Dankeschön. Das sieht echt gut aus. Oh, Alter, der Tempomat ist auf 80, gleich mal auf 10. Ja, sieht wirklich gut aus, kann man sich nicht beschweren. Mal hart rausmachen. Stellt euch mal kurz davor, ich will mal kurz ein Thumbnail machen. So ein Screenshot. Hart. Das wird geil. Motorsäge natürlich. Natürlich. Ja. So dabei. Jo. Ich stelle mich ja nochmal näher hin, genau. Lächeln. Okay, dann düsen wir ab. Gott. Und währenddessen, das machen wir aber in der nächsten Folge, denn die hier ist jetzt zu Ende. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hau rein. Servus.